Heute wollte ich noch ein wenig Brot backen und da kommt es nicht nur auf das Mehl an, wie das Brot schmeckt, letztendlich natürlich auch auf die Menge. Und zum Abwiegen nehme ich immer noch meine alte Küchenwaage. Natürlich gibt es mittlerweile viel, viel modernere Messinstrumente, aber hier brauche ich keine Batterie, einfach Gewichte verschieben, bis dann der Balken in Waage ist und dann ist alles schon passend erledigt und reicht schon. Das gab es von Heinrich Lanz, eine sogenannte Stockwinde. Diese trägt ja 3000 Kilogramm, also 3 Tonnen. Naja, muss man natürlich auch haben. Gerade auch das Gewicht der Bulldogs ist nicht unerheblich. Und damals auch bei den Dreschmaschinen, wenn da mal eine Panne war, sollte der Wagenheber gleich mit dabei sein. Das hier ist zum Beispiel eine von den Dreschmaschinen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, da die Maschinen selbst schon, gerade die Bulldogs, auch viel aus Guss gefertigt wurden oder viel Teilausguss waren, waren sie schon von Grund aus sehr, sehr schwer. Warum gab es jetzt noch Zusatzgewichte, teilweise in der Sonderausstattung oder aber auch teilweise in der Grundausstattung? Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Von Hause aus waren die Glückhoff-Schlepper schon sehr, sehr schwer. Das hatte auch etwas mit dem fertigungstechnischen Verfahren zu tun. Viele Teile der Fahrzeuge sind aus Guss gefertigt worden. Ob das jetzt zum Beispiel der Zylinder ist, Zylinderkopf, Wasserkasten, Steigrohr, Kurbelgehäuse, Getriebegehäuse, um nur einige zu nennen. All diese Teile sind aus Guss gefertigt worden und hatten an sich schon eine sehr, sehr hohe Masse. Aber manchmal reichte auch diese Masse von den Fahrzeugen nicht aus und es musste zusätzliches Gewicht her. Und jetzt hatte man natürlich überlegt, wo könnte man dann auch Gewicht noch zusätzlich an den Schlepper, der selbst an sich schon sehr, sehr kompakt war, auch anbringen. Und die Wahl fiel auf die beiden Achsen, also einmal Vorderräder, Hinterräder und dann auch auf den Vorderachswinkel. Hier war einmal das Vorderrad und ihr seht, die Felge passt jetzt nicht zum Schlepper dazu. Das ist aber auch erstmal nebensächlich, das was wir hier mal sehen. Ich habe hier einen Adapterring. Die Radnabe hat 5 Schrauben und die Felge hat 6 Schrauben. Und hier ist jetzt ein Adapterring verbaut, der dann quasi den Achsschenkel mit der Felge auch verbindet. Und so konnte ich dann handelsübliche Felgen beispielsweise auch nehmen. Aber genau dieser Radadapter, der war zum Beispiel dann bei Fahrzeugen, die keine Frontgewichte hatten. Die Frontgewichte bei den Glühkopfschleppern, die saßen dann hier innen drin auch in den Felgen. Diese Adapterringe, die waren schon sehr, sehr gut. So konnte ich dann 6-Lochfelgen auch an die Bulldogs verschrauben. Wobei es gab auch 5-Lochfelgen, die waren aber nicht so geläufig wie die 6-Lochfelgen. Und von daher waren die Adapter sehr praktisch. Lanz selber fertigte auch Felgen an, zum Beispiel Glockengussfelgen oder Felgen, die speziell für die Fahrzeuge mit Seilwinde dann auch vorgesehen waren. Das schauen wir uns mal an hier in der Ersatzteilliste. Eine Ersatzteilliste in der Werkstatt ist meiner Meinung nach unerlässlich. Die habe ich so oft in der Hand. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ja, die Räder, wo sind die? Ja, da sind sie. Die Ersatzteilliste ist von 1937 und hier sehen wir sehr schön, welche Felgenarten dann auch bei den Ackerluft-Bulldogs verbaut wurden. Da meine ich jetzt nicht nur Ackerluft, sondern zum Beispiel auch Kombi- und Eil-Bulldogs. Aber das waren die Felgenformen, die zur damaligen Zeit eingesetzt wurden. Ganz zu Anfang, das ist eine sogenannte Glockengussfelge. Hier einmal mit Rad dargestellt und dann, wie sie sich dann in die Bestandteile auch zerlegt. Hier habe ich einmal die Felge alleine, da habe ich die Narbe und dann die Felge, welche dann miteinander verschraubt sind. Glockengussfelge. Deswegen, wenn ich hier seitlich drauf gucke, dann ist das gewölbt, sieht aus wie eine Glocke, daher der Name. Hier unten drunter, das sind die sogenannten Seilwindenfelgen. Die heißen deswegen so, weil diese Art von Felgen bei den Fahrzeugen zum Einsatz kamen, die eine Heckseilwinde hatten. Und da die Seilwinde auch ein enormes Gewicht hatte, musste das kompensiert werden. Daher wurden diese schweren Seilwindenfelgen auch eingesetzt. Hier sehen wir auch, wie sie zusammengesetzt ist. Das ist die komplette Felge. Da habe ich wieder die Narbe. Und dann auch dort die Felge. Beides ist wieder miteinander verschraubt. Die Glockengussfelge wie auch die Seilwindenfelge hat eine Aufnahme von 5 Schrauben, also wird direkt auch auf den Achsschenkel draufgeschraubt. Hier unten drunter sehen wir jetzt eine
Felge, die ein Sechslochbild hat. Und wir sehen, wir haben hier einmal die Felge alleine und da haben wir ein sogenanntes Radgewicht. Das ist ein Radgewicht mit Wulst. Das ist ein Wulstgewicht und dort haben wir den Adapter zwischen 5 und 6 Loch in dem Gewicht schon verbaut. Hier in dem Fahrzeug sehen wir jetzt sehr schön, warum das Wulstgewicht so heißt, wie es heißt. Hier auf der Innenseite der Räder steht eine Wulst hervor. Man kann den Felgenring kaum sehen, beziehungsweise die Felge. Und dieses Gewicht füllt die Felge, das Felgenhorn komplett aus, um dann auch zusätzlich noch Gewicht auf die Vorderräder zu bekommen. War das eine sehr charmante Lösung. Und dieses Wulstgewicht selber ist gebaut worden bis Ende 1936. Dann gab es ja Anfang 1937 noch mal eine Abänderung der Steigrohre, auch bei den 10-Liter Bullocks, also der Lanz-Bullock-Schriftzug bei den 10-Liter Bullocks wurde breiter. Damit wurden dann zum Beispiel auch diese Radgewichte angefasst. Die sind dann ein bisschen anders gewesen. Der Wulst war komplett verschwunden. Aber wie die aussahen, das schauen wir uns jetzt an. Hier sehen wir jetzt ein Gewicht, wie es ab 1937 auch gefertigt wurde. Wir sehen, das Gewicht ist komplett auch wieder in der Felge drin. Was fehlt, ist der Wulst. Von hier innen habe ich jetzt die Möglichkeit, direkt auch auf die Felge zu schauen. Die Wulst ist also verschwunden. Diese Radgewichte sind immer mal geändert worden bis zum Ende der Lanz Bulldogs. Selbst der große Halbdiesel hat solche Radgewichte dann auch im Zubehör gehabt und die sind dann noch mal geändert worden. Da fehlte beispielsweise der Rand. Ich habe hier mal ein ausgebautes Radgewicht, so wie wir es eben auch beim 20-25 PS Bulldog gesehen haben. Und das ist der Rand, den ich eben meinte. Der ist dann beim großen Halbdiesel weggefallen. Man war dadurch wesentlich unabhängiger auch von der Felge. Ihr habt gesehen, das hat schon sehr, sehr haargenau gepasst, wie das Ganze bei den Gewichten überhaupt. Das ist alles gut durchdacht, auch wenn es sehr, sehr viele Löcher aufweist. Jedes Loch hat so seine Bewandtnis. Aber dadurch war man dann nicht so abhängig von der Felge, wie eben schon gesagt. Und deswegen hat man diesen Rand bei den Gewichten von den großen Halbdieseln weggelassen. Durchdacht ist auch diese Aussparung, wie ich sie hier habe. Das ist nämlich der Platz für das Ventil, dass ich dann den Reifen einwandfrei auch mit Luft befüllen kann. Und dann seht ihr hier drei weitere Löcher. Die gehen durch das Gewicht durch. Hier vorne sitzt die Felge und die kann natürlich sehr, sehr fest sitzen, gerade dann, wenn da Staub und Dreck, Sand und Erde dran ist. Die dann zu lösen, ist dann nicht so ganz einfach. Und ihr habt ja gesehen, der Felgenrand war auch sehr, sehr schmal. Also konnte man hier durch die Löcher dann auch mit einer Stange die Felge lösen, abklopfen, ohne dass man das Gewicht beschädigt. Dann seht ihr hier sind die 5 Löcher, womit dann auch das Gewicht auf den Achsschenkel draufgeschraubt wird. Und das ist eine Passung. Das heißt, der sitzt sehr, sehr oder das Gewicht sitzt sehr, sehr stramm dann auch auf dem Achsschenkel drauf. Und um das einwandfrei lösen zu können, seht ihr hier 3 Bohrungen. Diese 3 Bohrungen besitzen ein Gewinde. Da schraube ich dann die Schrauben hinein und dann kann ich sehr komfortabel das Gewicht auch vom Achsschenkel abdrücken. Dann hier die äußeren Schrauben, das sind die 6 Löcher mit den Gewinden, um dann die Felge auch auf dem Gewicht zu befestigen. Ihr seht schon, das Ding ist komplett durchdacht und verdammt schwer. Wenn ich mir einmal die Hinterachse von einem Lanz Glückhoff Schlepper mit Fußbremsanlage anschaue, finde ich Parallelen zu dem Radgewicht und den Achsschenkeln. Nämlich einmal hier, das ist eine Passung von der Hinterachse zur Bremstrommel. Das ist eine sehr passgenaue Verbindung, genauso wie die Radgewichte zu den Achsschenkeln auch. Die sitzen sehr, sehr stramm und wenn man sie lösen möchte, gibt es auch hier bei der Bremstrommel 3 Abdrückgewinde, um dann die Bremstrommel sauber und gewaltfrei auch von der Hinterachse lösen zu können. Wenn jetzt der Bedarf bestand, auch den Schlepper hinten schwerer zu machen, gab es für solche Fälle Narbengewichte. Hier sehen wir jetzt, wie ein Narbengewicht direkt auf die Bremstrommel auch geschraubt wurde. Dieses Narbengewicht weist 6 Gewindelöcher auf. Ab 1945 ist das Narbengewicht dahingehend nochmal geändert worden, dass statt der 6 Gewindelöcher nur noch 3 in dem Narbengewicht vorhanden waren. Und diese Gewindelöcher dienen dazu, unterschiedliche Sachen auf die Gewichte nochmal draufzuschrauben, beispielsweise weitere Gewichte. Hier sehen wir das Narbengewicht. Dieses Narbengewicht wird direkt auf die Bremstrommel geschraubt. Beispielsweise bei den 5 oder auch 10 Liter Bulldogs. Da gab es natürlich auch eine andere Bereifung zu. Entweder 24 Zoll bei den 5 Liter Bulldogs oder 28 Zoll bei den 10 Liter Bulldogs. Wenn das Gewicht des Narbengewichtes nicht ausgereicht hat, konnte man zusätzlich noch Scheibengewichte von außen anbringen. Ihr seht hier 2 unterschiedliche Varianten. Dieses Scheibengewicht ist dicker als das, hatte also eine andere Masse. Wahlweise konnte man dann auch mehrere Scheibengewichte
Gewichte von außen draufschrauben, um dann auch individuell das Gewicht des Schleppers zu erhöhen. Das Narbengewicht hatte zusätzlich noch eine weitere Aufgabe, nicht nur Gewicht auf die Hinterachse zu bringen, sondern auch die Spur zu verbreitern. Wenn man jetzt nicht das Gewicht haben wollte, sondern nur die Spurverbreiterung, dass also der Schlepper hinten auf der Hinterachse ein bisschen breiter steht, gab es zusätzlich solche Spurverbreiterungsringe. Die wurden dann stattdessen der Narbengewichte eingesetzt und so hatte ich kaum Gewichtszunahme an dem Schlepper, an der Hinterachse, hatte aber die ja breitere Spur, wenn ich sie dann benötigte. Zusätzlich gab es dann auch noch, um auf das Narbengewicht draufzuschrauben, solche Greifer. Hier seht ihr so ein Greifersegment, so einen Greiferkamm. Dort konnten mehrere Segmente dann ringsherum um das Rad auch angeschraubt werden, um dann auch den Grip des jeweiligen Fahrzeugs auf dem Acker zu erhöhen. Hier haben wir einmal die beiden Scheibengewichte, wie es sie auch von der Firma Lanz gab. Einmal für 24 Zoll Bereifung und einmal für 28 Zoll Bereifung. Das sind die einfachen Scheiben, die gab es, wie schon gesagt, auch dicker und waren dann natürlich auch schwerer. Mit diesen drei Verschraubungen wurde dann das Scheibengewicht auf das Narbengewicht draufgeschraubt. Und hier seht ihr weitere Gewindelöcher. Damit konnte man dann weitere Scheiben von außen auch immer mehr dran schrauben, um somit auch das Schleppergewicht zu erhöhen. Die Gewichte wurden nach und nach immer mehr aus der Serienausstattung rausgenommen. Gerade die Radgewichte ab 1945 gab es die nur noch auf Sonderwunsch. Oft wurden dann solche Adapter, wie wir sie schon gesehen haben, verbaut oder aber statt der Narbengewichte diese Distanzringe. Ups. Ihr seht das, das ist nahezu hohl. Ich habe dann nur eine Spurverbreiterung damit erreicht und hier ist der Blechdeckel. Gewicht. Was spielt jetzt Gewicht überhaupt bei den Fahrzeugen unter anderem für eine Rolle? Und ich habe hier einmal angeschrieben die Bewegungsformel von Isaac Newton. Kraft ist gleich die Masse mal Beschleunigung. Die Formelzeichen sind F für die Kraft ist gleich die Masse mal der Beschleunigung. Und ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, außer dass man jetzt einfach mal den Zusammenhang zwischen der Beschleunigung, der Masse und der Kraft sieht. Das ist ja ein Produkt, es wird also multipliziert. Und wenn die Beschleunigung A gleich bleibt, ich aber die Masse von einem Fahrzeug erhöhe, dann erhöht sich auch die Kraft. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, warum gerade auch die Eilbulldogs enorm schwer waren und immer noch mehr Zusatzgewichte hatten. Das ist beispielsweise ein Gewicht, wie es nur bei den Eilbulldogs oder aber auch Kombibulldogs eingesetzt wurde. Wobei es ist nicht ganz richtig, bei den Kombibulldogs fehlten diese beiden Anschraubpunkte für die Kotflügel. Die Kombibulldogs besaßen das nicht. Das Gewicht war also gerade, saß aber genau wie beim Eilbulldog auch unterm Zylinder und hat damit dann auch die Fahrzeuge bzw. das Fahrzeuggewicht erhöht. Hier sehen wir jetzt das Zylindergewicht im eingebauten Zustand. Hier direkt am Vorderachswinkel ist es angeschraubt, hier unten drunter, direkt unter dem Zylinder. Und hier seht ihr sehr schön die Flügel auch von dem Zylindergewicht, die dann den Kotflügel bzw. die Verbindung zwischen dem Rumpf und dem vorderen Kotflügel herstellen. Aber bei solchen Fahrzeugen gab es natürlich auch Hinterradgewichte. Hier sehen wir einmal die Hinterradbereifung von den Eilbulldogs. Die Fahrzeuge waren ja vorwiegend für den Eiltransport auch vorgesehen, also um Güter von A nach B zu bringen, also weniger um auf dem Acker tauglich zu sein. Und dafür war das Fahrzeug ja auch automobilmäßig ausgestattet, beispielsweise mit den automobilmäßigen Kotflügeln. Und das spiegelte sich natürlich auch in der Bereifung wieder. Und wenn wir uns hier einmal die Hinterradbereifung anschauen, dann sehen wir hier eine 10-Loch-Felge. Aber auch diese Fahrzeuge besaßen sogenannte Narbengewichte. Einmal diese Variante und einmal diese. Diese Variante wurde genommen, wenn ausschließlich nur ein Rad auf einer Seite dann auch angebracht werden sollte. Ohne ein zusätzliches Gewicht wollte man anderes haben, nämlich eine Zwillingsbereifung oder aber auch ein zusätzliches Gewicht, mussten diese Narbengewichte genommen werden. Hier hatte ich dann die Möglichkeit, von außen bei einer Einfachbereifung dann ein Gewicht auch draufzuschrauben, um dann das Gewicht der Hinterachse auch zu erhöhen. Gleiches gilt hier bei der Zwillingsbereifung. Das sehen wir hier ganz schön. Mit diesem Narbengewicht konnte dann
dann auch die Zwillingsbereifung angebracht werden und zusätzlich noch ein weiteres Gewicht, welches dann den Raum der Felge komplett nahezu auch ausfüllte. Sehr, sehr schwer, aber erfüllte seinen Zweck. Hier sehen wir jetzt ganz gut, wenn ich die Verblendung abnehme, wie die Felgen dann auch auf dem Grundgewicht befestigt sind. Und ihr seht hier wieder die Anschraubpunkte. Dort konnte man dann noch ein zusätzliches Gewicht, welches fast den kompletten Innenraum der Felge dann auch ausfüllt, anschrauben. Ihr müsst euch vorstellen, das war schon sehr, sehr schwer. Und da war es immer gut, auch schon beim Allbulldog so eine Stockwinde dabei zu haben. Die Stockwinde, selbst kein Leichtgewicht, aber sie musste ja auch Tonnen bewegen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt cool. Tschüss.